Meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Family-Vlog. Heute ist nicht Montag für mich und es ist kein Dienstag für euch, also ein ungewohnter Vlogging-Tag mal wieder. Aber ich hatte ja schon am Vlog von Dienstag angekündigt, dass ich wahrscheinlich Freitag auch einen hochladen werde. Und deswegen werde ich heute am Donnerstag für euch vloggen und euch halt wieder mit durch unseren Tag nehmen. Und deswegen wünschen wir beiden euch jetzt viel Spaß beim Video. Und wir beiden sind wieder hier früh auf, weil wir sind hier momentan im Team 5 Uhr, 6 Uhr, ne? Mäuschen? Sie schaut wieder wie gebannt auf den Monitor, weil sie sich da selber sieht und halt Bewegung wahrnimmt. Und wir haben uns, beziehungsweise nicht wir, ich habe mich dazu entschlossen, dass wir jetzt zu Kaufland fahren. Ich muss ein paar Teile einkaufen. Also es ist auf jeden Fall kein Großeinkauf, aber ich brauche auf jeden Fall ein paar Sachen. Und Julian hat Spätschicht und deswegen, der hat heute auch noch was vor. Der will zum Friseur vor der Arbeit. Und deswegen habe ich gedacht, wäre das jetzt einfach die beste Möglichkeit, die Zeit zu nutzen, wenn wir schon so früh hoch sind und einfach mal zu Kaufland zu düsen. Und wir waren ja auch lange nicht mehr um 7 Uhr da, deswegen los geht's, damit wir gleich um 7 Uhr vor der Tür stehen. Ich bin gerade bei Kaufland bei dieser Chibo-Ecke hier und die haben ja gerade diesen Babykram und die haben diese Ärmelettchen. Die sind auch aus Bio-Baumwolle, aber ich weiß nicht, ob das nicht unpraktisch ist, wenn die aus Baumwolle sind. Also dann ja nicht abwischbar sind. Und vor allem das eine ist halt so hellgrau gestreift, wenn da Karotte reingeht. Ich stelle mir das nicht so praktisch vor, aber die sind so niedlich. Hm. Ich lasse sie lieber nochmal hängen. Aber die haben auf jeden Fall sehr niedliche Babysachen, muss ich sagen. Aber wir sind ja nicht wegen Babysachen gekommen, sondern wegen Lebensmittel, ne? Deswegen weiter geht's. Die Mausi hat sich dazu entschlossen zu schlafen. Nee, da gehen die Augen wieder auf. Ich schlafe mal weiter, Mäuschen. Und ich will jetzt mal hier bei diesen vegetarischen, veganen Aufstrichen gucken, weil ich die immer richtig lecker finde. Vor allem Jürgen isst die noch mehr als ich. Ich glaube, den hatten wir öfter, der ist gut. Paprika Cashew klingt auch gut, den nehme ich auch mit. So, es mussten noch zwei Smoothies mit von True Fruits. Die sind nämlich gerade im Angebot. Und für Jürgen muss es auf jeden Fall immer ein grüner sein. Und ja, für mich der gelbe, denn ich mag alles, was mit Maracuja ist. Und der grüne ist mit Minze, Rucola, Chlorella, was auch immer das ist. Auf jeden Fall genau das Richtige für Julian. Und auf eure Empfehlung hin nehme ich jetzt noch den Froschfleckenzwerg mit. Ich bin gespannt beim nächsten Karottenfleck, ob der dann auch wirklich rausgeht. So. Na, wer ist denn da? Wollen wir eben den... Wow! Übrigens, dieses schöne Stirnband und die Mütze hier von ihr mit diesem süßen Bommel hier oben drauf. Alles handgestrickt von einer lieben Zuschauerin. Echt der Wahnsinn. Ich setze euch das gerne, wie gesagt, wie immer eigentlich in die Infobox. Und das ist so flauschig. Ich möchte das am liebsten ja gar nicht mehr ausziehen. Vor allem, ich liebe es, wenn ich einen Dutt habe, dass ich ein Stirnband drin habe. Also wenn ich jetzt nicht gerade mich vor der Kamera zeigen muss, dann laufe ich auch gerne meinen ganzen Tag, wenn ich wirklich zu Hause nur meinen Kram mache, mit so einem Stirnband rum. Denn das hält meine ganzen Babyhaare zurück. Denn sonst fluselt das hier alles immer so rum und das nervt einfach. Hm? Und wie findest du die Mütze? Ist schön warm, ne? Mega niedlich, oder? So süß. Und weil euch ja immer interessiert, was man so einkauft, zeige ich euch jetzt einmal im Schnelldurchlauf, was ich gekauft habe. Also das ist wirklich, ja, so ein normaler Einkauf irgendwie. Kein Großeinkauf, aber auch nicht ganz wenig. So ein bisschen eben was, ne? Und Mausi guckt, dass ich alles richtig mache. Ne? Ja, super. So, also ich habe gekauft Ahornsirup, Bananen, dann einmal Bio-Fencheltee und Bio-Früchtetee. Dann habe ich Lachsfilet gekauft, Toast, zweimal diesen Veggie-Aufstrich, einmal Paprika-Cashew und deftig pikant. Dann ein Frischkäse, noch ein Frischkäse, Wraps, dann Rindersteak vom Jungbullen, Stremlachs, nochmal ein Steak. Alles für Julian übrigens. Ich esse sowas ja überhaupt nicht.
Dann Staudensellerie, Frühlingszwiebeln, Mini-Pak Choi. Und dann habe ich halt hier diese True Fruit Smoothies und unser geliebtes Spezi und Vanilla Coke. Hier habe ich eine kleine Mila-Maus. Und dann habe ich hier einmal Harissa-Paste. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Dann habe ich hier den Froschfleckenzwerg, Pistazien, Süßkartoffeln, die Creme, Müllbeutel und Mandeln. Ja, und die Sachen werde ich jetzt einmal schnell wegräumen und dann melde ich mich gleich. Mila ist jetzt fertig. Mal eben schnell ihr Outfit of the Day. Ihr Halstuch ist von H&M. Dann dieser süße Herzchenpulli, dieser beige, ist ursprünglich von Ernstens Family, aber ich habe ihn über Mami-Kreise gekauft. Schon vor ihrer Geburt. Und die Leggings ist von Ernstens Family und diese süßen Kätzchensocken mit diesen Ohren sind von H&M. Ja. Und für dich, kleine Zappelmaus, gibt es jetzt dein zweites Frühstück, ne? Ja. Was siehst du da schon wieder? Sie fixiert immer die Packung von den Feuchttüchern. Ich glaube, weil da auch so eine Abbildung von einem Kind drauf ist, oder ich weiß es nicht. Oder weil das irgendwie bunt ist. Na, so bunt ist es auch nicht. Ein bisschen rosa. Ah. Bist du das? Nein, das bist du nicht. Wow. Das kann man aber auch nicht essen, Mäuschen. Wir machen dir jetzt eine Flasche. Ja, Mila hatte gerade ihre zweite Flasche, hat zwar nicht so viel getrunken wie sonst, also nur 140, sonst ist sie immer so bei 190 bis 230 sogar, aber wenn sie nicht so viel Hunger hat, dann ist das eben so. Und ich habe es gerade geschafft, sie vom Hochstuhl ins Kinderbettchen zu legen, weil sie wieder im Hochstuhl eingeschlafen ist. Und das, obwohl dann in dem Moment, wo sie gerade die Augen geschlossen hat, die Nachbarn mega am Flur gepoltert haben und draußen irgendjemand auf die Idee kam, jetzt mal mit der Kettensäge seinen Baum zu fällen. Ja, aber sie hat weiter geschlafen und vielleicht tut sie das auch noch ein wenig, sodass wir gleich in Ruhe frühstücken können. Und bevor ich es wieder vergesse, möchte euch natürlich jemand noch Hallo sagen. Na Bruno, ist der Popo schön warm? Ja? Wie zum Hallo sagen? Hier. Auch nicht so zart. Das war's. Hier nochmal. Naja, ein wenig. Du hast hier auch noch überall Schlaf. Du hast hier auch noch überall Schlaf. Wer ist denn da von seinem 2-Stunden-Nickerchen aufgewacht? Musste ich erstmal wieder neu orientieren, ne? Ja, Mucki. Hast bestimmt gleich wieder Hunger, ne? Und dein Söckchen liegt hier auch noch irgendwo im Bett. Wo hast du das hingestrampelt da? Tick. Nach dem Nickerchen ist sie immer so schön verschmust und so schön kuschelig und warm. So, wir sind jetzt spazieren und Bruno ist schon irgendwo da vorne am Flitzen. Und die Mausi schläft. Und ich hoffe, dass sie das mindestens eine Stunde tut. Denn ich glaube, dann ist ihre Laune auch einfach ein bisschen besser, wenn sie halt gut geschlafen hat. Aber wir werden sehen. Also wir werden jetzt ja auch auf jeden Fall eine gute Stunde draußen sein. Deswegen denke ich, dass sie in der Zeit auch schlafen wird. Und das Wetter ist mal wieder traumhaft. Es ist einfach richtig schon Frühling. So, die Sonne scheint. Einfach mega schön. Die Mausi schlummert und Bruno flitzt da vorne. I lose my breath whenever I see you. You stole my heart, what is it that you do? My life was great till you added colors. Like the moon.
ist der schön. Krapsch. Soll ich deine Finger essen? Dann behalte sie lieber bei dir. Sonst isst Mama die. Lass mich doch mal. Kann ich mich denn einkuscheln? Kann ich mich ausruhen? Oh, meine Haare! Oh. Ich beende den Vlog hiermit und zwar mit der Sony, wie ihr vielleicht dann auch gemerkt habt. Aber die andere Kamera ist gerade am Laden und ich habe die anderen Dateien auch schon auf den Computer gezogen und. Au, sag mal. Und auf jeden Fall, ja, beende ich den Vlog hiermit und ich hoffe, ihr hattet auch alle einen schönen Tag und startet jetzt wunderbar ins Wochenende. Ja, wir machen uns noch einen schönen Mädelsabend, denn der Papa ist heute länger unterwegs mit seinen Kollegen. Und nachher läuft Germany's Next Topmodel. Könnt mir ja mal in den Kommentaren stehen lassen, ob ihr es auch guckt. Ich gucke da schon seit Staffel 1 und ja, ist für mich auf jeden Fall super unterhaltsam. Und dazu gönne ich mir mal richtig schön was Süßes und Chips und Cola. Das ganze ungesunde Zeug ist ein Muss bei Germany's Next Topmodel. Ne? Von daher sehen wir uns im nächsten Family-Vlog am Dienstag. Und ja, wie gesagt, ich wünsche euch allen ein wunderbares Wochenende. Und von dir auch, ne? Tschüssi!